Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Heute geht es weiter mit der GoPro 7 in der Black-Version. Ja, vorweg muss ich sagen, ich war am Samstag schon unterwegs, war ja super Wetter. Bin ich eine Runde mit dem Fahrrad gefahren, hatte die GoPro mit, habe die ans Fahrrad montiert, habe in unterschiedlichsten Einstellungen während der Fahrt gefilmt, bin gelaufen, bin gehüpft und ach, was man nicht so alles macht, um ein bisschen zu testen. Habe die Kamera hingestellt, bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren, um Slow Motions einzufangen. Hat alles super funktioniert. Allerdings habe ich die Kamera, weil das ja angepriesen wurde von GoPro, auf den H265-Codec eingestellt, also den Aufnahmecodec, wo man weniger Speicherbedarf benötigt, laut GoPro oder laut Codec-Hersteller. Da kann man das ja auch überall lesen. Die feiern sich ja für diesen Codec. Ja, habe ich gemacht. Allerdings, vielleicht muss ich da noch einen Codec-Pack auf meinem Rechner installieren oder sonst irgendwas. Ich habe es ins Verrecken nicht hingekriegt, ein vernünftiges Video daraus zu machen. Wenn ihr mir da helfen könnt, was ich da falsch mache oder so, ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich habe es nicht hingekriegt, keine Ahnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann wieder umgestellt auf den altbewährten 264er Codec. Das hat dann besser funktioniert. Allerdings war ich dann nicht mit dem Fahrrad unterwegs. War auch schwierig, Zeitlupen aufzunehmen oder sonstiges dergleichen. Denn ich war im Zoo in Leipzig und hatte dort die GoPro mit am Start. Ja, das Material werde ich euch jetzt hier quasi als Footage-Präsentation quasi einspielen. Einmal ohne, dass ich ein LUT benutze, beziehungsweise ohne, dass ich nachgegradet habe, und einmal dann, ja, so wie es mir gefallen würde, also quasi nachgegradet, die ganze Version nochmal, ja, hintereinander weg. Wird nicht allzu lang werden, das Video. Warum gegradet? Ganz einfach, ich nehme in ProTune auf. Das habe ich mir seit der Hero 6 angewöhnt. Bei der 4 damals habe ich es nicht gemacht, weil das mit den Einstellungen, das war alles nicht, ja, nicht so einfach. Es ging zwar über Smartphone, aber dann hat man irgendwie immer mal wieder die Einstellungen verloren. Und ja, mit der 6 ging das dann alles leichter, weil man das hinten auf dem Display einfach alles sieht. Das macht es angenehmer. Und so habe ich das jetzt bei der 7 auch gemacht. Ich benutze noch den LUT von der 6. Ich bin recht zufrieden mit den Ergebnissen. Wenn da jemand wissen möchte, wie ich das mache und mit welchen LUTs ich das mache, ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann mache ich vielleicht mal ein Video drüber. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir waren im Zoo in Leipzig. Ich muss jetzt darauf achten, dass da keine Leute mit dem Video drin sind. Und ja, habe das Ganze dann einfach, ja, ziemlich komprimiert zusammengeschnitten. Es sind, ja, doch, es ist ein Zeitraffer quasi ist dabei. Also zwei Szenen, die hänge ich euch zusammen. Und dann habe ich noch eine Slow Motion von einem Wasserfall. Das werde ich euch ebenfalls einbinden. Einmal seht ihr, wie es normal ausgesehen hat, und einmal ohne. Was ich nicht machen werde, ist den originalen Ton einblenden. Das machen wir separat nochmal. Also ich werde das Ganze mit Musik unterlegen. Ich hatte aber am Samstag den Ton getestet, habe quasi gevloggt, um euch alles zu erklären, was ich da gemacht habe. War zwar alles umsonst, aber egal, habe ich alles gemacht. Die Tonspur hat mir sehr gut gefallen. Ich werde das noch weiter testen, noch weiter damit arbeiten, und dann werde ich dazu ein eigenes Video machen. Ansonsten starte ich jetzt einfach mal mit dem Film. Ich blende euch unten ein, in welchem Modus aufgenommen wurde. Ja, vielleicht noch zu den ProTune-Daten. Also ich stelle ProTune, aktiviere ich bei den Filmaufnahmen, die Belichtungskorrektur auf 0. Den Weißabgleich lasse ich bei der GoPro immer auf Auto. Das funktioniert recht gut. Ich bin damit immer sehr zufrieden. Ja, die Farben nicht auf GoPro, sondern auf Matt. Das ist einfach einfacher dann zu graden, vor allem wenn man unterschiedliche Kameras nutzt. Also bei mir wird es ja irgendwann so sein, dass ich die 6er und die 7er nutze. Da macht sich dann Matt einfach besser, weil GoPro doch sehr auf den Farbstempel drückt, was mir zwar persönlich gut gefällt, aber die Sachen dann zusammenzubringen ist einfach ja, nicht so einfach. Deswegen stelle ich auf Matt, und Schärfe stelle ich auf niedrig.
Das mache ich dann alles im Post-Edit, ja, bringe ich das dann alles in Ordnung. Und wie gesagt, ich bin mit den Ergebnissen ganz zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Lasst mir doch einfach einen Kommentar dazu da. Wie gesagt, einmal die Version unbearbeitet, einmal die ganze Version bearbeitet. Also starte ich hiermit erstmal den Film. Bis gleich.
So, hier bin ich wieder. Das Video ist rum. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was die kleine GoPro 7 leistet. Ich werde irgendwann dann jetzt mich um den Ton kümmern, auf jeden Fall. Ich werde auch nochmal eine Radtour machen und die Kamera mitnehmen, einfach um das Ganze ja ein bisschen weiter ausreizen zu können, weil eigentlich es ist ja eine Actioncam und ja, für ein Zoo, ja, ich finde es gut, weil sie einfach klein ist. Man kann ja ins Gehege reinhalten, wenn man einen schönen Selfie-Stick hat, alles solche Geschichten, alles ganz cool. Hier fällt mir recht gut. Ist auch so das Einsatzgebiet, wofür ich sie habe, natürlich für den Urlaub. Aber wenn ich halt unterwegs bin, möchte ich sie gerne mitnehmen und mit der Kamera einfach filmen und die 6er genauso. Wie gesagt, ich werde ein Vergleichsvideo machen zwischen 6 und 7. Ich denke, das mit der 4, das spare ich mir einfach mal. Was mir, das wollte ich unbedingt vorhin noch sagen, ist mir dann durch die Lappen gegangen. Was mir richtig gut gefällt, ist dieser Hypersmooth-Modus. Ich war im Zoo in Leipzig ohne Gimbal unterwegs. Das erste Mal, die 6er, hatte ich immer am Karma Grip, weil mir die interne Bildstabilisierung, die elektronische oder digitale Bildstabilisierung überhaupt nicht gefallen hat, überhaupt nicht zugesagt hat. Immer wenn man die Kamera geschwenkt hat, gab es solche Mikroruckler, das bei der 7 überhaupt nicht mehr. Man verliert in diesem Hypersmooth-Modus zwar etwa 5% des Bildausschnittes, der ist dann einfach weg, hat aber den Vorteil, dass man auch etwas von diesem Fischauge-Effekt verliert. Der ist nicht komplett weg, das finde ich auch gut so, ich mag diesen Fischauge-Effekt, aber man verliert ein Stück, die extreme Krümmung in den Außenbereichen, die ist weg. Und das funktioniert wirklich herausragend. Selbst auf dem Fahrrad, ich war auf dem Fahrrad und auf schlechteren Wegen unterwegs und nicht nur Asphaltstraße, sondern auch wirklich unwegsames Gelände und die Kamera hat mitgezogen. Der Lenker, das hat man im Video richtig gesehen, der Lenker hat geschlagen und die Kamera lief smooth weiter, also richtig, richtig gut. Wie gesagt, das kommt auf jeden Fall nochmal, wir werden das dann nochmal zusammen vergleichen und alles machen, Stück für Stück. So schnell wie die anderen die Videos da veröffentlichen rund um die GoPro, so schnell bin ich nicht. Das möchte ich auch nicht, weil ich möchte ja selber davon überzeugt sein, was ich hier abliefere. Und von daher, ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag morgen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kommt gut in die nächsten Tage. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Change.